darf sich natürlich nicht übermannen lassen von der Traurigkeit. Das ist so, es Nein, geht weiter, das Leben. Es geht weiter und jeder ist ersetzbar. Aber also, es ist so ein Punkt, wo man sagt, ja, hoffentlich müssen wir das nicht noch sehr oft erleben, dass wir solche Schließungen haben. Ja, genau. Also auf die Ruhe, dass immer gesund sein. Ja, das wollen wir hoffen. Das ist das Wichtigste im Leben. Die Gesundheit, ne? Die Arbeit wird ihr fehlen. Schluss für immer. Das Haus gehört Heidi. Sie will es verkaufen. Hat alles mal ein Ende. Ne? Ja. Wieder bricht in Werben ein Arbeitsplatz weg. Die Politik kann sicherlich bestimmte Voraussetzungen schaffen. Der Trend ist ja so, die große Hoffnung im Bau der Autobahn, die ja nahe Seehausen vorbeiführen wird, das sind also 20 Kilometer etwa von hier. Für Investoren sind damit gute verkehrstechnische Möglichkeiten da, sodass die Hoffnung auch da ist, dass sich dort etwas ansiedelt. Natürlich wird irgendwo anders etwas verloren gehen, wenn hier was Neues gebaut wird. Aber das ist eben der Wettbewerb und da setze ich schon Hoffnung drauf, dass sich hier etwas tun wird in der Region. Die Autobahn ist der ganz große Hoffnungsschimmer für die Altmark. Das ist so. Man muss abwarten, welche tatsächlichen wirtschaftlichen Impulse von ihr ausgehen werden. Das kann man zurzeit wahrscheinlich noch schwer einschätzen. Es gibt Autobahnen, die wurden neu gebaut, da hat sich etwas getan. Es gab Autobahnen, die wurden neu gebaut, da hat sich wenig getan. Es entsteht momentan der Eindruck, dass die Region in eine Abwartehaltung verfällt. Wenn die Autobahn kommt, wird alles besser. Von dieser Abwartehaltung sollten wir uns auf jeden Fall schnellstmöglich lösen. Wir müssen uns auf jeden Fall auf unsere eigenen Kräfte besinnen und selber etwas entwickeln. Und wenn die Autobahn noch etwas dazu beiträgt, dass es noch mehr wird, dann sollen wir es dankend zur Kenntnis nehmen. Aber nur darauf hoffen, das ist falsch. Das muss man leider so sagen. Rückbesinnung auf die Gemeinschaft. Das ist wichtig. Das erste Mal seit Jahren geschieht genau das in Altenzaun. Alle kommen zusammen. Die Menschen wollen reden über ihr Dorf. Das hat schon so manch einer gesagt. Ja, natürlich. Mhm. Außer so, denen, die nicht mehr können, werden sie wohl alle hier sein nachher. Sind ja nicht viel mehr. Nee. U-Bombs noch? Ja, die werden aber wohl noch kommen, denke ich doch. Nicht nur die Alten, auch die Jungen kommen zum Fest. Sie wohnen in Hamburg, Hannover, Berlin. Doch in die Heimat kommen sie selten. Ja, wir sind alles Altenzauner. Nicht immer alles Altenzauner. Wir wohnen bloß alle woanders wieder. Wir kümmern uns eigentlich gar nicht um Dorf. Oder gar nichts. Mich interessiert das ja nicht großartig, das Dorf. Meine Eltern wohnen ja bloß hier. Wenn sie halt auf ein Dorf weitergezogen wären, wäre ich halt dahin gefahren. Dorf besteht eigentlich nur aus alten Menschen. Und wir paar. Und wir. Das sind ja auch nur 60 Einwohner. Es sind nicht so viele, dass es eine neue Jugend geben wird. Nein, nee, das nicht. Also hier kommt keine neue Jugend mehr. Oder irgendwann wird das Dorf doch aussterben. Ach du. Ja. So. Machen wir nicht alle schlecht ja, 50, hier. 50, 60, 70 Jahre vielleicht. Macht das länger. Sie sagen die Wahrheit. Altenzaun stirbt aus. Es ist Zeit, darüber zu reden. Mit Fachleuten, mit Politikern. Einer ist heute gekommen, Ralf Bergmann. Landtagsabgeordneter und zuständiger Bürgermeister. Die meisten kennen ihn nur aus der Zeitung. Wird er sich dem Problem der Überalterung stellen? Das ist ganz schwierig. Es will kein Bürgermeister so richtig ran an das Thema oder nur sehr wenige. Und wir müssen uns in den kommenden Jahren natürlich genau damit befassen. Wir kriegen natürlich große Probleme. Alles wird, auch die Politik kann nicht alles mal eben so locker lösen. Wir werden viele Dienstleistungen, wenn wir nicht besetzen können. Wir brauchen, und das ist eine Zeit, wenn man jetzt darüber spricht, wenn wir hier über Zuzug reden, dann sagen viele, Mensch, wir haben noch so viele Arbeitslose. Auf der anderen Seite, jetzt redet die Politik schon über Zuzug. Aber wir werden uns Gedanken machen, dass wir auch Arbeitskräfte aus dem Ausland gewinnen können. Es gibt so Fragen, die wir lösen müssen. Zum Beispiel sollte man sich überlegen, ob wir Bauplätze in unseren Gemeinden an junge Familien verschenken. Insofern müssen wir es anpacken und uns auch, auch keine Angst davor haben, mal was falsch zu machen. Ausländer herholen? Bauland verschenken? Sind das Lösungen? Die Menschen müssen sich damit auseinandersetzen, auch in Altenzaun. Heute sind sie zumindest alle gekommen. Ein Anfang. Fast wie eine große Familie. Mir geht's gut und den Anwesenden hier hoffe ich auch. Und wenn wir das so mal weiter fortsetzen könnten, wie das heute
Das wäre die Wucht. Das wäre das Erlebnis für uns. Wirklich wahr. Machen wir so. Wir geben uns Mühe. Darauf kriegen wir einen. Prost auf alten Zaun. Genau. Trinksprüche. Das wird nicht reichen. Alten Zaun braucht mehr. In Werben ist man schon viel weiter. Auch hier wird gefeiert. Im Stile des Biedermeier. Viele Häuser stammen hier aus dieser Zeit um 1840. Mit dem Fest wollen die Werbener ihre Stadt retten. Sie schlüpfen in Kostüme und veranstalten ein Marktspektakel. Erst einmal, es macht uns allen Spaß. Es ist eine Freude, mit vielen Menschen zusammen an so einer Sache zu arbeiten. Und zweitens, das Geld, das wir hier zusammenbringen über diese Märkte, das dient dem Erhalt der Altstadt, die ja doch besonderer Vorsorge bedarf, damit sie nicht zusammenfällt. Wochenlang bereiten die Werbener das Fest vor. Das verbindet, macht Freude. Wir haben verlernt, dass man mit seiner Händearbeit viele schöne Dinge gestalten kann. Das ist viel zu wenig im Bewusstsein der Menschen. Das geht verloren. Und viele Leute haben Langeweile und wissen nichts anzufangen. Das ist ganz traurig. Das Fest gibt es zweimal im Jahr, im Sommer und im Advent. Den Werbenern geht es vor allem um eins. Sie wollen Leute herholen, ihre 1000 Jahre alte Stadt bekannt machen. Bürger, ihr seid jetzt in einer anderen Welt. Drum trennt euch schnell von eurem Geld. Der Rubel rollt. Alle Einnahmen, alle Spenden kommen den Häusern in Werben zugute. 3.000 Euro sind es am Ende. Du Biedermeier, ich mag nicht werben. Ich möchte Sie um eine Spende bitten für die Erhaltung unserer historischen Altstadt. Das freut mich, danke sehr. Kaum ist einer, der sagt, ich spende nicht. Wir erklären den Leuten ja auch, wofür sie spenden. Es ist ja für einen guten Zweck, für die Erhaltung unserer historischen Altstadt. Wir wollen unsere alte Hansestadt Werben verschönern, verbessern, erhalten für die Nachwelt, möchte ich mal sagen. Und ich will mich auch in Werben wohlfühlen, deswegen mache ich dies alles hier freiwillig. Es geht um die Heimat, es geht um die kleinen Orte der Altmark. Wichtigste Aufgabe ist, sie zu sichern. Ihre Kerne, ihre Häuser, ihre Kultur. All das darf nicht verschwinden, denn unsere Welt wird sich ändern. Die Altmark hat mit Sicherheit eine Zukunft. Der Klimawandel steht an, die Klimaschutzziele sind festgeschrieben und wir wissen, das Öl wird knapper und damit teurer. Viel Verkehr wird in Zukunft nicht mehr funktionieren können. Wir werden wieder entdecken müssen, dass wir in der Region direkt anbauen, direkt in der Region vermarkten, ohne große Wege. Und vor diesem Hintergrund hat auch mit Sicherheit der kleine Bäcker und der kleine Fleischer wieder eine Zukunft. Das Leben, die Funktion kehren, denke ich mal, denn schon in die kleinen Orte zurück. Das Ganze erfordert aber ein gewaltiges Umdenken. Und zwar sofort. Sonst gibt es diese kleinen Orte in 50, 60 Jahren nicht mehr. Werben, Altenzaun und all die anderen auf dem Land. Es geht um Verfall und es geht um einen Neubeginn. Den schaffen die Menschen hier nicht allein. Sie brauchen Hilfe und Visionen. Wo wenig ist, kann vieles möglich werden.